Warum es für die Grazer dann doch nicht geklappt hat, hat nach dem Spiel der Trainer des GRK Klaus Augenthaler analysiert. Ja, wir haben bloß 45 Minuten gespielt. Die Mannschaft war noch in der zweiten Halbzeit am Platz. Die erste haben wir total verschlafen. Die haben wahrscheinlich gedacht, wie vor 4 Wochen, es geht von selbst. Und die Mannschaft, glaube ich, braucht Druck. Den Druck kann er haben, und zwar vom FC Tirol. Tirol zeigt in der ersten Halbzeit das beste Spiel seit langem und Christian Meierleb zeigt in der 5. Minute seine Torgefährlichkeit. Der GRK kommt in der ersten Halbzeit zu keiner einzigen Torchance und ist wie Tirol-Trainer Zipro nur Zuschauer beim abseitsverdächtigen 2:0 durch Francis Severins. Und wer seine eigenen Fehler nicht erkennt, sucht sie woanders. Wir haben vorher so ein Cup-Spiel gehabt, wo er ein Banker pfiffen hat. Und da ist er dann drauf 4 oder 5 Wochen gesperrt worden. Ich weiß nicht, ob er die Wut jetzt auf uns auslässt, aber in den letzten Spielen, was wir eigentlich einen Banker gehabt haben, sind wir sicher benachteiligt worden. Der hat gleich gepfiffen für beide Mannschaften, vielleicht Konsequenzen haben für einen Sabitzer, der die 5. oder 6. Karten gekriegt hat und schon die 3. oder 4. wegen Meckerns. Und das liegt nicht am Schiedsrichter, sondern am Spieler selbst. Aber, wer wird denn gleich von Konsequenzen sprechen? Immerhin gelingt Herfried Sabitzer in der zweiten Halbzeit das einzige Tor für den GRK nach einem Gestocher im Tiroler Strafraum. Ein Tor, bei dem Tormann Czerczesow sicherlich chancenlos war. Trotzdem sieht er die Schuld bei sich. Ja, heute einmal, der Torwart war schlecht und Sabitzer von 50 cm sehr platziert geschossen, und aber normal muss ich halten. Viel zu halten hatte Czerczesow nicht. Bei der besten Chance zum Ausgleich schießt Ramos weit über das Tor. Die Grazer verlieren 2:1 und das, obwohl der GRK-Trainer sich sehr schwer tut mit dem Verlieren. Ich kann schlecht verlieren und es ist egal, ob es ein Meisterschaftsspiel ist oder ein Pokalspiel. Und im Pokal habe ich weniger Spiele, um vielleicht weiterzukommen. Wenn wir heute die Runde überstehen, dann können wir uns ausruhen im Pokal bis zum April. Und jetzt ist der Pokal weg. Der Pokal ist weg für den GRK und wir schauen, wie es dem zweiten Grazer Großklub heute. Das ist sogar ein bisschen unterlegt.